Die Zukunft liegt in der Diversität und dies bedeutet, die Vielfalt in unserer Führungsmannschaft zu fördern. Diese vorhandene Mitarbeitervielfalt sehe ich als Potenzial, um optimal auf die Wünsche unserer Kunden und Geschäftspartner einzugehen. Kommunikation ist heutzutage ein entscheidender Faktor. Wenn Mitarbeiter Laptops haben und man eine entsprechende Besprechungszone hat, wo man sich flexibel treffen kann, miteinander kommunizieren, über den Job, aber auch über das Privatleben, steigert das einfach die emotionale Bindung auch der Mitarbeiter zum Unternehmen. Gender Diversity ist für die ARAG in erster Linie eine Frage von Fairness und Chancengleichheit. Wir haben in der Belegschaft etwa 50% Frauen. In den Führungsebenen ist ihr Anteil deutlich geringer. Das kann nicht fair sein und deshalb beschäftigen wir uns damit. In unserer Personalpolitik spielen Themen wie die flexiblere Gestaltung der Arbeitszeit oder der Arbeitsorte zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine große Rolle. Wenn man das Thema anschaut, Frau und Mutter sein, ist es hier manchmal sehr schwierig oder auch ein Karrierehemmnis. Aber genau diese Sachen wollen wir nicht mehr haben. Jeder sollte arbeiten können, wo immer er Zeit hat, wo immer es gerade passt. In 10 Jahren ist meine Vision der ARAG, dass wir ein internationales Unternehmen sind mit Menschen aller Herren Länder in allen Sprachen, die miteinander kommunizieren in der täglichen Arbeit an allen Standorten und ihre jeweiligen Erfahrungen und Lebenserfahrungen einbringen. Diversity ist etwas, was nur erfolgreich sein kann, wenn es auf allen Ebenen gelebt wird. Das erfordert ein Umdenken meines Erachtens und ein Umdenken muss man forcieren durch eine Unternehmenskultur. Außerdem denke ich, ein Familienunternehmen darf nicht mit Familienunternehmen werben, wenn es nicht an die Familie denkt. It's your life.